In unserer Projektarbeit beschäftigen wir uns mit der Möglichkeit, sich PowerPoint über selbstbasiertes Lernen anzueignen. Wir haben ein Thema für unser Projekt gesucht, welches im Unterricht nicht nur für die Informatiklehrerinnen einfach und sicher anzuwenden ist, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert hat. Dieser Mehrwert ergibt sich durch das selbstbasierte Lernen zum Erstellen einer PowerPoint-Präsentation über einen videobasierten Lernpfad, der den Schülerinnen und Schülern über Genially zur Verfügung gestellt wird. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei nicht nur den Umgang mit PowerPoint, sondern erarbeiten über Genially den Lernpfad und überprüfen ihr Wissen über ein Online-Arbeitsblatt in Weiser.me und das alles über selbstbasiertes Lernen. In diesem Projekt beschäftigen wir uns mit dem Erwerb der Grundlagen von PowerPoint, wobei wir uns zum Ziel gesetzt haben, dieses Projekt nach Bedarf zu erweitern und mit Videotutorials über Animationen, Einfügen von Videos, Tabellen, Diagrammen und so weiter zu ergänzen. Durch eine Evaluation dieses Projekts über Forms lernen die Schüler zum einen ein Evaluationstool kennen, zum anderen können sie ihre Erlebnisse beim Lernen dokumentieren. Da wir beide in einer zweiten Klasse Informatik unterrichten und PowerPoint in der zweiten Klasse in unserem Curriculum vorgesehen ist, haben wir den Lernpfad in der zweiten Klasse in mehreren Doppelstunden Informatik umgesetzt. An der Mittelschule Oberpullendorf wird digitale Grundbildung in jeweils 2 Schulwochenstunden integrativ unterrichtet. Um den Überblick über bereits abgearbeitete Themen zu bewahren, haben wir in Schulkonferenzen einen Arbeitsplan über 4 Schuljahre erstellt. In diesem Plan kommt die Erarbeitung von PowerPoint-Präsentationen in der 6. Schulstufe zu tragen. Die Forschungsfrage: Wie kann die Erarbeitung von PowerPoint auf videobasiertem Lernen erfolgen? Die Zielsetzung: Schülerinnen und Schüler lernen den Umgang mit dem Office-Programm PowerPoint in Grundzügen durch das Anschauen der im Lernpfad zur Verfügung gestellten Videos. Dabei werden folgende Gebiete behandelt: Einfügen von Folien, Verwenden von Layouts, Einfügen von Bildern, Aufzählungen und Veränderung der Schriftart, Übergänge von Folien und Starten der Bildschirmpräsentation auf unterschiedliche Arten. Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe dieser Videos eine erste eigene Präsentation mit 5 Folien erstellen. In Folge werden wir diese Erklärvideos auf weitere Funktionen im PowerPoint ausweiten. Videobasiertes Lernen. Lernvideos sind Filme, mit denen bestimmte Lerninhalte kompakt, anschaulich und verständlich vermittelt werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt. Sie können als Einstieg in ein neues Thema, zur besseren Erklärung von Sachverhalten, aber auch zur Vertiefung von Lerninhalten eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Videotechnologien können Lernprozesse abwechslungsreicher gestaltet werden und der Lernerfolg wird deutlich gesteigert. Was sind die Vorteile von Lernvideos? Eine hohe Informationsdichte in kurzer Zeit. Es werden unterschiedliche Reize angesprochen. Die zusätzliche Visualisierung. Durch Pausieren vor- und Zurückspulen von Videos ist ein individuelles Lerntempo möglich. Dadurch wird die Individualisierung gefördert und es erfolgt eine Differenzierung. Videos können mehrfach angeschaut werden. Selbstgesteuertes Lernen ist motivierender als fremdgesteuertes Lernen. Es bietet eine Abwechslung im Lernalltag und ist nahezu zu jedem Thema möglich. Viele Videos, Lernvideos, sind im Internet frei zugänglich. Es besteht die Möglichkeit des Fernlernens bzw. des Flipped Classrooms. Worin sieht man die Herausforderungen? Es gibt mehr Arbeitsaufwand in der Vorbereitung. Oft werden Inhalte zwar angeschaut, aber nicht gelernt und geübt.
Es sollte nicht als alleinige Lernmethode eingesetzt werden. Erstellerinnen, aber auch Konsumentinnen der Lernvideos muss das benötigte Equipment zur Verfügung stehen. Und vorhandene Lernvideos enthalten oft falsche Informationen bzw. Informationen, die für einen eigenen Unterricht unpassend sind. Deshalb müssen Lernvideos immer auf Tauglichkeit geprüft werden. Voraussetzungen und Anforderungen an den Lernenden und Lehrende. Schülerinnen müssen wissen, wie sie wichtige Informationen aus Texten bzw. in diesem Fall Videos herausfiltern können. Um dies zu erreichen, können Lehrende den Schülerinnen Checklisten zur Verfügung stellen, inhaltsbezogene Fragen stellen oder konkrete Arbeitsaufträge geben. Während des Anschauens machen sich die Schüler Notizen oder folgen einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um zum gewünschten Produkt zu gelangen. Dabei kann das Video immer wieder gestoppt werden, um alle Arbeitsaufträge richtig ausführen zu können. Lernpfade. Ein Lernpfad ist ein digitales Instrument, durch welches der Lernablauf für Schülerinnen und Schüler strukturiert wird. Dabei werden Arbeitsaufträge oder Arbeitsschritte in einzelne übersichtliche Punkte angeordnet, die frei wählbar oder linear bearbeitet werden können. Bei der Aufbereitung eines Lernpfades sind zahlreiche didaktisch-methodische Fragestellungen zu beachten. Um die Umsetzung zu ermöglichen, müssen Ziele formuliert, die Etappen in klare Schritte unterteilt und Lernvoraussetzungen geprüft werden. Durch den Einsatz von Lernpfaden entsteht ein handlungsorientiertes, zielorientiertes und selbsttätiges Lernen, in dem die Schülerinnen und Schüler ein Ziel vor Augen haben, auf welches sie hinarbeiten. Hier sieht man unsere Stundenplanung. Der Lernpfad wurde von uns in Genially erstellt. Mit diesem Online-Tool kann man alleine oder kollaborativ unterschiedliche interaktive Elemente erstellen und mittels Link in verschiedenen Plattformen teilen oder einbetten. Wir haben uns für die Vorlage Infographics entschieden, da sie ideal zum Erklären von Abläufen und Gliederungen in chronologischer Form ist. Die Gestaltung mit Kreisen und Zahlen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein einfaches und übersichtliches Arbeiten. Hier einige Fotos unserer Schüler und Schülerinnen bei der Arbeit. Hier sieht man die PowerPoint-Präsentation einer Schülerin. Zur Ertragssicherung haben wir folgende Fragen gestellt. Welches Symbol steht für die Anwendung PowerPoint? Wozu braucht man PowerPoint? Wie fügt man einen weiteren Aufzählungspunkt hinzu? Wo findest du ein passendes Layout? Verbinde die Aussagen mit dem passenden Bild und wo startest du eine PowerPoint? Für die Evaluation haben wir uns für eine Umfrage im Medium Forms entschieden und dabei folgende Fragen gestellt. Wie hat dir das Arbeiten mit Hilfe von Videos gefallen? Waren die Videos verständlich? Konntest du mit Hilfe der Videos alle Aufgaben erfüllen? Was war schwierig für dich? Würdest du gerne öfter mit Hilfe von Videos arbeiten? Und hast du Verbesserungsvorschläge für uns? Ausgangspunkt. Als Ausgangspunkt hatten wir uns die Anforderung gestellt, ein Programm mit Hilfe eines Lernpfades einfach und für alle handhabbar zu erlernen. Corona-bedingt mussten die Schüler in den letzten Monaten viel Stoff eigenständig erarbeiten. Mit dieser Lernmethode haben wir eine Möglichkeit gefunden, ortsunabhängig Lernstoff zu erschließen und dabei selbstständig nach eigenen Bedürfnissen ein Produkt zu erstellen. Den Schülerinnen hat das Arbeiten mit Hilfe des Lernpfades und der Lernvideos gut gefallen und sie konnten alle gestellten Aufgaben erfüllen. Sie würden auch gerne in Zukunft mit solchen Lernmethoden arbeiten. Dies hat uns gezeigt, dass wir mit unserem Projekt die Schülerinnen abgeholt haben und ihnen eine Möglichkeit geboten haben, die ihnen auch ortsungebunden ein spannendes Lernen ermöglicht. Daher
wurde mittlerweile diese Methodik auch in anderen Gegenständen umgesetzt.